Naja, ja. Der Kampf hat jetzt nochmal so 10 gedauert. Schon 2 Steine. Nice. Sehr nice. Dann begebe ich mich jetzt zum Geisterschiff. Gib du den Geistern Gummi. Ach. Mal gucken. Boah. Das Geisterschiff war da oben, ne? Hier so. Nee. Doch. Das war doch da oben. Ach, hier so? Also hier. Ich zeig's nur mit der Maus. Auf der anderen Seite. Da. Kann auch sein, ja. Das heißt, von hier. Ja, das ist das Sinnvollste. Du kannst doch auch einfach hinfliegen und dann da, wo du bist, aufs Schiff, oder? Nee, mein Schiff ist ja noch nicht da. Wenn ich fliege, wenn ich fliege, bleibt das Schiff an dem Ort, wo wir angesetzt haben. Wenn ich reise, wird es mit teleportiert. Okay. Was super nervig ist. Ein bisschen strange, aber gut. Ja. Ach, ich mag die Schweine, die haben keine Angst vor uns. Die greifen uns immer noch an. Ja, irgendwie hat das was. Kommt nur so straightforward, ne? Ja. Ich hab keine Angst! Ich hau dir aufs Maul! Wenn du 10-mal so stark bist wie ich. Die kriegen die Kurve einfach auch nicht. Ich hab das leer. Oh, schmeiß weg. Ja. Wir haben noch. Alle. Vielleicht etwas noch, aber so. Und du hast gesagt, schmeiß weg. Ja, ist ja okay. Kann ich ja nicht für, wenn ich nicht leise auftritt. Das stimmt. Hätten wir ja nicht wissen können. Nee. Dieses Schiff wollte mal einen Speed-Faktor. Guck doch mal Kreis. Vielleicht kann das Schiff das jetzt. Nein, haben. Das passiert nicht. Der Drache kann doch auch schon Speed. Nein. Das Schiff nicht. Nee, das überhaupt nicht. Ach ja. So eine kleine Schiffstour. Ist auf dieser Insel irgendwas Interessantes? Mikro! Was denn? Warum jetzt random eine Insel ansteuern? Ich fahr mal vorbei. Und guck, ob irgendwas Interessantes rechts, da drauf ist. Das ist dir schon klar. Ja, ja, ich will nur kurz gucken, ob hier was Interessantes ist, wie was Glitzerndes. Wow, was Glitzerndes findest du auf jeder Insel? Das ist ein Uli auf der Insel. Na und? Wir könnten uns noch einen holen. Wir haben noch einen. Aber. Wir brauchen keine zwei Ulis. Das wir ist so, als würde ich sagen, komm, wir holen uns noch dritte, einen. Dritte in die andere Entwicklungsstufe holen. Das ist doch geil. Nein. Das habe ich die Insel nicht schon früher gefunden. Weiß ich nicht. Ich wünschte, du hättest. Du machst denn keinen Schaden. Alter, das ist stark. Schade. Wenn ich den jetzt gezähmt hätte, sozusagen, dann hätten wir auf jeden Fall. Mega random, wir brauchen keine Maske. Doch. Nein. Verleumdung am einzig wahren Uli. Ja, aber das wäre die andere Entwicklung geworden. Nein. Ich catch them all. Nein. Ich will nur das Level up haben. Ja, klar. Das kannst du jede Runde sagen. Das ist eine Ausrede. Auf dem Geisterschiff hättest du es auch kriegen. Ah, können. Über einige haben wir das Trickfeld bekommen. Sehr schön. So. Was haben wir hier? Windschlag ist noch ziemlich neu. Gegenwind. Windschlag. Den haben wir erst gelernt. Nehmen wir den mal rein und machen hier mal Traumschaum rein. Macht Sinn, denke ich. Komm, jetzt nehme ich aber auch das mit. So. Nein. Wartet. Ja, ja, ich. Oh, guck mal, und Steve! Ja. Wir haben die Insel der Anfangsbegleiter gefunden. Zumindest wirkt es so, aber wir haben viele Anfangsbegleiter daher. Naja, jetzt haben wir die Festen. Wir haben
Uli bekommen, wir haben einen Steve bekommen, wir haben Bugsby bekommen. Das sind die drei Starter. Ja, und Gunther. Ja, aber die waren ja dabei, so bei den anderen. Ja, Steve. Ja, die ach, nee, drei stimmt, waren die unsere. Über einige war ja auch. Genau. Das heißt, wenn wir unser Team komplett mit Ullis ausstatten wollen, wissen wir, wo wir hin müssen. Was wir aber nicht wollen. Warum nicht? Weil wir nicht mit physischen Mitteln kämpfen können. Ich will aber. So, guck mal, das Geisterschiff. Will ich. Ja, das sollte gehen, oder? Klar, mach dich mal nicht ins Hemd. Na, eben war ich nicht so voll vor dem Level-Up. Da war ich komplett leer von der Energie her. Dann wäre es jetzt spannender gewesen. Das hätte doch auch Spaß gemacht. Nein. Doch. Übermächtig sein macht Spaß. Nein. One-Punch-Man-like. Das vielleicht kommt macht dir jetzt Spaß. Noch gar kein Boss. Vielleicht kommt dir jetzt erstmal die Ebene des Geisterschiffs. Ah! Wait, what? Das Warum? Ist ein Geisterschiff. Hä? Warum ist der denn da? Ach, der segelt für uns, ne? Der Kapitän. Ach, stimmt. Leute, ich dachte aber auch gerade, komm, ey. Das ist ein Geist. What? Jetzt ist es doch noch nicht so albernswert. Ich bin sicher, dass es schon eine einfache Erklärung gibt. Du hast ein Mädchen und recht, das ist kein Geisterschiff. Aber was ist es denn dann? Es ist eine Geistergaleone. Eine Geistergaleone? Sie genau hin. Da ragen doch endlich Kanonen aus der Seite, oder? Das ist eines der legendärsten und furchterregendsten Kriegsschiffe, die für die Konflikte der Altvorderen gebaut wurden. Oder zumindest für dessen Geist. Aber das ist sogar noch übler als ein Geisterschiff. Genau, ihr Landratten. Übler als eure übler Albtraum. Was zum Teufel ist das? Mit jenen, die sich dem schwarzen Hai um die Bitten nähern, endet die Reise auf dem Meeresgrund, du erbärmlicher Tropf. So lautet das Gesetz der See. Was für ein Tropf? Scheiße, Tröpfchen, Mann. Du musst dich mit dir mal verwechseln. Das ist süß. Tu ich das? Ah, ganz unnötig von mir. Verzeihung, Matrose. Ah, was rede ich da? Krach mal. An Deck mit dir. Lass die räudigen Landratten über die Blank gehen. Du nichtsnutziger Automat. Automat? Ein Automat. Oh. Alter, hast du den Move gesehen? Ja, der war gut. Mach ihn platt. Alter, ist der nice. Ich als Mandarin. Ja, ist okay. Gönn dir. Eigentlich ist es sogar eine Klemme. Oh, guck mal. Was über einige, die man Schaden rein. Oh, wir auch. Wir sind positiv im Schaden. Unterbrochen. Lässt du den zu Wort kommen? Nein. Nein, ich habe ihn getötet. Sollen sie der überhaupt mal angreifen? Nein! Er hat am Anfang einen Dreher gemacht, der hat 20 Schaden gemacht oder so. Okay. Und dann habe ich ihn mit jedem Schlag 80 reingedrückt. Alles klar. Locker. Easy, würde ich mal sagen. Was war denn das für ein Ding? Nichtsnutziger Automat. Wohl eher ein nutzloser Haufen Schrott. Ja, das trifft's gerade. Diese Aussage trifft's halt total. Mit der Gabs in Länge gezogen. Ich dachte, okay, passt nicht ganz. Vielleicht aber war das aber auch so beabsichtigt. Vielleicht kommt jetzt der richtige Boss. Gut möglich. Kiro, nicht richtiger Schraubwaufen war das. Und Ult gesehen hat er auch. Ja, ihr seid keine hasenfüßigen Landratten, so wie steht fest. Aber der Albtraum ist vorbei. Der Kreis begonnen. Das ist die Stimme von vorher. Ja, wer ist da? Zeig dich! Was ist denn los, Mädchen? Haben dir die Möwen die Augen rausgepickt? Ich bin genau hier. Hä? Oh, schön. Da ist er ja. Da ist er ja. Ihr habt den gerade mal mit einer anständigen Abraham verpasst. Ihr habt schon Rückgrat, das muss ich zugeben, Billy. Aber bei weitem nicht so wie Rückgrat. Ich, meine ausgekochten Jungs hier, die sind von Kiel bis Ausguck nur Knochen. Oder, Jungs? Captain, du bist der wichtigste Skipper von den wichtigen Siebenmärchen. Komiker ist ein Job. Knochenjob. Oh, du bist voll in der Melemena. Bitte nochmal, so dass ich was Normie nicht. Was ist
Was seid ihr eigentlich? Ihr seid wirklich Skelette, oder? Also, Matrose, ich bin gewissermaßen in den Knochen gereizt. Skipper Befehlshaber des Kahns, die schwarze Haischimpf und Kassel des Zornes so nicht sein, ein bisschen alle Ewigkeit. Wie sind Franzose geworden? Warum ist denn jetzt Franzose geworden? Weil wir jetzt erst wissen, Knochenkreuz. Ah, klar, Knochenkreuz. Das ist auch voll klar, dass er dann Franzose ist. Och, Kapitän, du kannst mir Wort umgehen, natürlich. Jetzt sind alles Franzosen! Echt ein Gedicht, Kapitän, echt ein Gedicht. Nun denn, was ist euer Begehr? Was wollt ihr von mir und meinem irischen Mannen? Wir suchen nach den drei magischen Steinen und die Karte hat uns hierher geführt. Da, oh, beim Glück der Worte mal. Ihr seid hier, um uns unsere Schätze zu rauben, wie? Und zwar nicht hier genannt, Schatz, sondern das Juwel, das uns der Magierkönig so wie sie überlassen hat. Oh, ihr seid mutig. So will ich sicher. Wie? Also hat er... Er hat das verdammte Ding, oder? Na klar, der das echt typisch. Verflixt nur eins. Wie, Seewölfe lieben unsere Schätze. Mehr als unser eigenes Leben. Wenn wir das kleine Stückchen Beute in den Tod gehen. Wenn wir nicht noch tot wären, natürlich. Noch eins gibt den. Noch ein, Mords. Karlauer. Ah, danke. Das ist hessisch. Ja, bin ich nicht. Deswegen sage ich's dir ja. Oh, ich lache mich tot. Oh, untot, Entschuldigung. Das klingt echt verrückt, aber irgendwie fange ich an, diese Skelette zu mögen. Dieser aufgeblasene Idiot ist der legendäre Captain. Ha! Der Stein, ich dekorze Schatz in den Frachtraum voller Beute. Beute. Guck dir über meine Leiche. Ihr räudigen Hunde. Du bist schon tot. Vielleicht kommt es gleich mal als Lust. Als Lust. Aber wir brauchen ihn. Was auch immer es kostet, wir müssen ihn haben. Da, was auch immer es kostet, sagst du. Kapitän Knochenkreuz, Geisel der sieben Weltmeere. Yay, jetzt darfst du. Der ist bestimmt nicht so anfällig gegen die physische Attacken. Wir haben es mal. Was ist hier? Oh, Alter, Sven klaut Nachtklinge. Der hat ein Schwert geklaut gerade. Achso, ich hab ihn unterbrochen. Ah, doch nicht. 20? Ist das dein Ernst? Ja. Naja, wenn jetzt kein 30 auf 20. Ja, aber es sind nur 20. Hat das funktioniert? Nein. Das ist jetzt zu spät gedrückt. Hast du? Hab ich. Verteidigen. Du hast es nicht verteidigt. Das ist die Reaktionszeitsekunde. Erst in diesem. Ach, guck mal, 5 Sekunden. Kannst du wechseln, du bist eingeschlagen. Ach, lass mich mal machen. Das ist voll aus. Ich hab mich verklickt. Die reicht dich nicht an, der reicht den an. Hab ich ja nicht gesehen. Ich hab nur gesehen, dass sie irgendwas gemacht hat. Hätte ich dir sagen können. Danke. Ich folge allem, was ich finde kann. Esther, du machst das schon, ne? Jetzt kannst du rein. Ich glaube, ich hab's geschafft. Ich glaube auch. Nice!
Ja. Easy. Easy. Wieder einer weniger. Cut da rein. Direkt. Neue Stufen. Mehr Geld. Level up. Ach, das ist schön. Ah, da ist die Gurgel. Die Gurgel? Die Gurgel. Nicht die Gurgel. Das ist die Gurgel. Alle Gurgeln. Annen, Captain, gib doch nicht weg, Captain. Muss ich nur sein, ich bin noch lange nicht da. Ich bin doch schon lang tot, stand da. Oder auch nicht. Alles. Das ist alle Leute, die heute mit in der blanken Jumba. Bah, ihr schimpft uns Diebe, greift uns an und habt dann noch den Nerv, uns mies zu nennen. Würmer. Warte, ich glaube nicht, dass das böse Menschen sind. Minchin, das ist acht schon lange Zeit eher, wer uns so genannt hat, Gumpel. Eine ganze Ewigkeit, um zu sein. Ah, das ist es. Erinnert sich an die gute alte Tacke. Ich habe die wir damals im Meer unter sich gemacht haben. So wie ich es sehr. Ah. Na klar, unterhaltet euch ruhig untereinander. Wieso auch nicht? Ach, erinnert sich an Captain damals. Was eine Rote gehen. Hat uns umgescheucht, jetzt wäre mir viel. Was uns ja mal gegen uns gewehrt hat. Hört ihr von nichts Angst. Goldene Zeichen für Wichsel, da waren das. Der Horizont, ich sehe. Wir sind mit dem schwarzen Hai zum Rand der Welt gesegelt und darüber hinaus. Mark, aber es war nicht unser Schicksal, ewig zu leben. Die Zeit hat uns ja eingeholt. So sicher, wie nach der Ebbe die Flut kommt. Hey, so war's. Noch einmal nichts weiter erzählen. In Salzlake, die auf den Seen des Seen die Zeit vor sich hin dümpelten. Bis der Ketten zurückkam. Wir haben sie aber gewurscht. Und wir sind wieder in Sicht, doch im Eich war nicht natürlich da. Nee, genau. Wir können sich noch auf einer Lunge wie die auch zuhören, wenn sie tot sind. Ei, war ich so glücklich. Wirklich, ich brauche nichts, absolut gar nicht. Nur no, nicht mal mit dem Gesicht. Gottes Himmel. Ah, Captain. Ah, wird auf den Wäldern. Okay. Wir waren niemals an Bord. Doch, stehen noch da. Die. Das sind wir auf unserem Schiff. Ach, stimmt, die sind hier bei uns. Nun, die scheinen ihren Spaß gehabt zu haben. Jupp, es scheint also am Schluss noch alles gut ausgegangen ist für sie. Ich kann mir schlimmere Abschiede vorstellen. Ich denke, da hast du recht. Meinst du, das war das letzte Mal, dass wir die sehen? Irgendwie glaube ich nicht, dass es ihr Ding ist, die Säbel an den Haken zu hängen und sich ein kleines Häuschen im Jenseits zu bauen. Meinst du nicht? Ja, aber lustig. Lustig. Was ist dir in Dialekten raus? Die sind schlimm. Nee, ist doch gut. Ich habe gerade, ich glaube, so oft gewechselt. Das stimmt. よりも様変わりしたものだな。ベルダーナ武士よ。かつて栄えし王国も今やこの有様。名もなき古城に過ぎませんな。何を言う。愚者の王国は滅びる宿命だ。お前の選択に間違いはない。 あなたにそのような言葉を言っただけれとは。ですが、評議員殿。あなたほどの方が、なぜ我が城まで。思いを確かめに来たまでだ。思い。とある男の思いだ。世界を守ろうとした一人の男のな。そう。漆黒の魔導士よ。 このままでは近似の行使も時間の問題。それはお前にとって不都合なのではないかな。お互いにとってこの世界の人間などもはや何の益もないはずでしょう。それが
お前の答えか。ええ、必ずやお見せいたしましょう。今だ希望を抱きし人間ども、その希望が絶望に塗り変わる瞬間を、お前と同じように心待ちにしていよう。評議員殿、あなたはどこまで面白い。